Seit den 90er Jahren gibt es im Harz eine Veranstaltung, die Rock- und Metal-Fans aus ganz Deutschland und weit darüber hinaus begeistert. Als kleine Konzertreihe gegen rechts gestartet, ist das Rockharz Open Air heute das größte Festival im Harz. Im vergangenen Jahr feierte das Rockharz Festival sein 30-jähriges Jubiläum und kann 2024 mit Größen wie Judas Priest oder Bruce Dickinson einen weiteren Meilenstein in Sachen Ticketverkäufen vermelden. Aus diesem Anlass werfen wir mal einen genaueren Blick hinter die Kulissen der Veranstaltung und nehmen euch mit von der Planung über den Festivalaufbau bis hin zum Rockharz 2024. Dafür habe ich mich zunächst einmal mit Kai Wilhelm, dem Pressesprecher und Organisator des Rockharz, getroffen. Von ihm habe ich erfahren, wann das Team mit der Planung beginnt, wie das Rockharz Festival von Osterode nach Ballenstedt gekommen ist und welches seine persönlichen Festival-Highlights bisher waren. Ich bin Luca und wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Folge der Harz hinter den Kulissen. Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Heute sitze ich hier in Goslar. Bei mir ist der Kai Wilhelm. Wir sitzen hier im Büro von dem Organisationsteam des Rockharz Festivals. Und ja, ich begrüße euch hier zu der ersten Folge von drei Folgen, die wir zum Thema Rockharz Festival aufnehmen. Heute soll es so ein bisschen um die Organisation gehen und Kai als Pressesprecher erzählt uns ein bisschen was über die Organisation, ja, des größten Open-Air-Festivals bei uns im Harz. Hallo Kai und schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Ja, schönen guten Tag, finde ich auch. Ich freue mich sehr. Ja, dann fang doch mal kurz an hier. Ihr habt ein sehr schönes, gemütliches Büro. Ein paar von deinen Kollegen sind uns jetzt hier schon über den Weg gelaufen. Wie viele seid ihr hier im Team? Wie viele Leute organisieren dieses Festival oder sind hier insgesamt in die Planung involviert? Ja, also wir haben mittlerweile ganzjährig zwischen 15 und 20 festen Mitarbeitern. Das sind so 10, 12 bis 15 Arbeiten im Büro. Und dann haben wir noch einen Handwerkertrupp, die halt auch ganzjährig unterwegs sind und zwischen dem Festivalgelände und hier pendeln und hier Büros umbauen oder auf dem Festivalgelände Sachen reparieren, die dort im Laufe des Festivals irgendwie immer an Verschleiß sind oder so. Und euer Team hier im Büro ist wirklich alle das ganze Jahr über nur fürs Rockharz Festival beschäftigen sich oder macht ihr auch andere Sachen? Nee, also in der Regel sind wir sehr gut damit beschäftigt, das ganze Jahr im Rockharz zu arbeiten. Das Team ist noch nicht so lange so groß. Das waren so bis vor Corona waren es nur 5 Leute. Und die Corona-Zeit hat man irgendwie auch genutzt, sich ein bisschen neu zu strukturieren, mal alles zu überdenken, die Last ein bisschen mehr auf mehrere Schultern zu verteilen. Und dadurch ist jetzt so in den letzten 1-2 Jahren so ein 10-12-köpfiges festes Team gewachsen, die hier fest angestellt sind und alles machen, was rund ums Rockharz zu machen gibt. Das Festival an sich findet ja in Ballenstedt statt. Wie kommt es jetzt, dass ihr hier in Goslar sitzt mit eurem Büro? Das ist eine gute Frage. Wir sind ja grundsätzlich das Rockharz. Ja. So, das heißt, wir sind ja im Harz beheimatet. Das Festival hat ursprünglich seine Ursprünge in Osterode. Da hat es 1993 das erste Mal stattgefunden bis 2006. 7 und 8 auch noch, da die Veranstaltungsorte ein bisschen gewechselt. Und warum denn das Büro hier ausgerechnet in Goslar ist, ich glaube, hier gab es einfach, das Objekt stand frei. Okay. Man hat ein größeres Büro gebraucht und das hat sich einfach angeboten. Verstehe. Was sind denn deine konkreten Aufgaben? Ich habe gerade schon gesagt, du bist hier der Pressesprecher, also für Öffentlichkeitsarbeit etc. zuständig. Aber so jetzt in der konkreten Planung des Festivals, womit bist du da hauptsächlich betraut? Also auf dem Festival selber betreue ich die komplette Video- und Fotoproduktion. Also alles, was wir an Content produzieren, was wir auch übers Jahr ausstrahlen. Da gibt es halt so ein Media-Team, was so auch aus 10-12 Leuten besteht, die halt nur während des Festivals für uns unterwegs sind. Da koordiniere ich das. Und ja, ganzjährig halt bin ich auch eingebunden als Teil der Öffentlichkeitsarbeit in Social-Media-Arbeit, in Kommunikation, Interviewanfragen. Dass wir halt hier sitzen zum Beispiel. Und ja, das klingt jetzt relativ wenig, aber es ist halt immer irgendwas zu tun. Und so, wir schieben uns auch immer so ein paar Kleinigkeiten hin und her, wenn es dann darum geht, wer kann denn noch irgendwie eine Planung fürs Programmheft übernehmen oder sowas. Dann guckt man halt, wer noch Kapazitäten hat und dann kommen auch immer kleinere Sachen auf einen zu.
Du hast eben schon gesagt, das ursprüngliche Rockharz Festival fand mal in Osterode statt. Wie ist das denn entstanden überhaupt? Also wer hatte da die ursprüngliche Idee, hier so ein Rock- und Metal-Festival zu veranstalten? Na, das ursprüngliche Rock, also im Jahr 1993 hat der Rock und Kultur e.V. im Harz oder Rock und Kultur im Harz e.V. Hat dort ein Rock gegen Rechts Festival in der Stadthalle Osterode veranstaltet. Da haben abstürzende Brieftauben gespielt, unter anderem. Das war ein Indoor-Festival-Tag, sage ich jetzt mal. Und das hat relativ großen Anklang gefunden in der Region. Und der Kultur, Rock und Kultur e.V. hat sich ja eh so ein bisschen die Kulturforderung im Harz auf die Fahnen geschrieben und haben das in den Folgejahren dann quasi immer weiter ausgearbeitet. Also 1994 hat es das erste Mal als Open Air stattgefunden. Da war noch ein LKW als Bühne sozusagen, Freizeitgelände Larsfelde. Dann sind wir nach Dorste gezogen auf dem alten Sportplatz. Also es ist halt nach und nach immer größer geworden. Und 2006 hat es dann so Dimensionen erreicht, wo man halt nicht mehr ehrenamtlich schultern konnte. Also auch ist ja auch eine Haftungsfrage und sowas. Und dann hat halt der e.V. gesagt, die können dafür nicht mehr den Kopf hinhalten. Mhm. Und dann wurde es quasi ausgegliedert. Dann wurde die Viruga GmbH gegründet. Und der Buddy, der jetzt hier quasi der Geschäftsführer ist, der war aber schon beim e.V. und hatte da auch seit Ende der 90er schon mit dem Organisationsteam. Und so ist es dann irgendwann ausgegliedert worden. Und ja, mittlerweile arbeiten die Leute ja nicht mehr ehrenamtlich. Und seit wann bist du dabei? Ich war 2005 zum allerersten Mal auf dem Rockharz und habe damals schon eine Videoproduktion gemacht. Da war ich auch so als externer Dienstleister mehr oder weniger. Kannte die Veranstalter schon aus anderen Begebenheiten und haben irgendwann mal angeboten, wir kommen da mal vorbei und können da vielleicht mal einen Trailer oder mal irgend sowas machen und haben dann 2006, 7, 8, 9, 10 Festival-DVDs produziert. Die haben wir dann, da wurden damals schon den Frühbucher-Paketen beigelegt beim Ticketvorverkauf. Ja, das habe ich quasi so extern gemacht, deswegen bin ich schon relativ lange hier unterwegs. Ja, und der Kontakt ist halt auch nie abgebrochen und immer mal wieder, wenn irgendwie videomäßig irgendwas zu machen war, kamen die auf mich zu. Und im letzten Jahr dann wurde ich dann gefragt, ob ich denn Kapazität habe und mir vorstellen könnte, irgendwie fest ins Team mitzukommen, weil man da halt Nachholbedarf hat. Ja, und seitdem bin ich quasi auch fest im Team. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick, was so alles vorbereitet werden muss im Laufe des Jahres für das jeweils nächste Rockharz Festival und in welcher Reihenfolge ihr da so grob vorgeht. Ja, gut, dass du sagst, nach dem Festival ist vor dem Festival. Eigentlich ist schon vor dem Festival fürs übernächste Jahr. Also am längsten Vorbereitungszeit ist the Booking. Da fangen wir tatsächlich so schon anderthalb Jahre vorher an. Also wir haben jetzt Ende des letzten Jahres das Booking für 24 abgeschlossen und arbeiten jetzt schon am Booking für 25, weil wir ja schon auf dem Festival die ersten Bands auch ankündigen fürs nächste Jahr. Also das ist sowas, was so ein nahtloser Fluss ist, wo halt immer rund um die Uhr was zu tun ist. Ansonsten laufen halt so die Vorbereitungen auch so fließend so ein bisschen. Also aktuell das Büroteam selber arbeitet jetzt für das diesjährige Festival und fängt tatsächlich erst nach dem Festival an, fürs nächste zu arbeiten. Da gibt es schon so verschiedene Phasen. So im August ist so die einzigste Phase, wo wir alle ein bisschen Zeit haben, sich zu erholen. Dann kommt so im Herbst, da gibt es so die Reflexion- und Kreativphase, wo man halt resümiert, was im letzten Jahr optimierungsbedürftig gewesen ist. Irgendwas ist ja immer, wie man so schön sagt. Dann fangen wir an, Richtung Winter aktuelle Angebote einzuholen. Gerade so Preisentwicklung am Markt ist ja mega dynamisch. Gucken, welche Dienstleister, welche Leistungen zu welchen Preisen zur Verfügung stehen, was man eventuell, wo man einen Anbieter wechseln muss. Also da werden halt Angebote eingeholt und verglichen und gemacht. Im Frühjahr kommt das Ganze so zum Abschluss, dann steht eigentlich der Plan fürs nächste Jahr. Und so nach Ostern, da wird es dann quasi akut für das aktuelle Jahr in den Details. Da muss man planen, wie viel Personal braucht man auf dem Platz. Also wir haben ja während des Festivals arbeiten ja 600 Leute in der Woche, die da irgendwie angestellt sind. Vom Aufbau bis zum Abbau sozusagen. Da wird das Personal akkreditiert, dann wird halt eine Umfrage gemacht, dann
muss man halt ausrechnen, wie viele Betten, wie viele Unterkunftsmöglichkeiten braucht man für die Crew. Denn die Campingzusatzleistungen gehen in Verkauf. Die Dixie-Klos müssen dann quasi auch angeschafft werden. Also man ist quasi ununterbrochen am irgendwas organisieren, ja. Ja, tausend verschiedene Sachen, die es da auch zu bedenken gibt. Das Wichtigste dabei sind natürlich die Bands. Du hast gesagt, ihr fangt da natürlich rechtzeitig an, die Bands zu buchen oder zumindest auch anzufragen. Auf welcher Grundlage geht ihr denn da vor? Also ihr seid ja sicherlich selber auch Rock- und Metal-Hörer, also habt ihr sicherlich auch Bands, die ihr dann gerne mal dabei hättet. Aber nach welchem Schema, sag ich mal, sucht ihr die Bands aus, die ihr jetzt anfragt? Na, zum einen ist es so natürlich der persönliche Geschmack. So, da ist natürlich der Geschäftsführer, der auch Teil ins Booking involviert ist, so ein bisschen die treibende Kraft. Der hat so eine ganz konkrete Vorstellung, welche Bands gerne mal auf dem Rockharz spielen sollten, die natürlich aber auch irgendwie thematisch passen müssen. Dann guckt man, ob man das so zusammenbekommt. Und wir gucken natürlich auch sehr aktiv, was die Leute, die auf dem Festival sind, was die an Bands hören. Also wir gehen auch sehr bewusst über den Platz und gucken, was tragen die Leute für Shirts. Welche Bands wird auf Merchandise quasi, ist sehr präsent. Weil wir wollen natürlich das Billigen auch für die Zuschauer erstellen. Und deswegen gucken wir halt wirklich, was unsere Leute so hören. Wir gehen auch auf andere Konzerte und andere Festivals und gucken auch da, was Leute an Merchandise tragen, welche Bands da gerade irgendwie angesagt sind. Und dann gibt es halt so einen bunten Mix, den wir dann zusammenstellen aus unseren eigenen Wünschen, aus dem, was natürlich gerade auch von Booking-Agenturen oder von Labels, was an neuen Bands oder Platten oder so, was in dem Bereich, in dem Zeitraum aktuell ist, und dem, was wir denken, was unsere Zuschauer gerne sehen wollen. Was sind denn so die bekanntesten oder größten Künstler, die ihr schon mal bei euch hattet? Weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil dieses bisschen stellt ja dieses Jahr so alles in den Schatten, was so Größe und Bekanntheitsgrad angeht. Also ich glaube, so Judas Priest und Bruce Dickinson sind schon Hausnummern, die wir so noch nicht erreicht haben, so von Bekanntheitsgrad. Ansonsten, klar, wir hatten Accept, hatten wir auch schon, oder im härteren Bereich Amon Amarth, Knorkator kennt man ja auch. Also ist eigentlich immer irgendwas dabei. Sozusagen. Ja, habe ich auch gedacht. Also Judas Priest ist ja schon wirklich auch Leuten jetzt, die nicht unbedingt Metal-Fans sind, auf jeden Fall ein Begriff. Wie reagiert man dann, wenn man jetzt sagt, wir fragen jetzt auch mal beim Management von Judas Priest an oder von Bruce Dickinson auch. Also da sieht man natürlich einerseits, dass was aus dem Rockhearts Festival mittlerweile schon geworden ist, dass das auch so eine Bands gerne spielen. Aber wie reagiert man dann, wenn dann man so eine Zusage von so wirklich großen Künstlern kriegt? Das ist ja schon, stelle ich mir ziemlich cool vor. Ja, ist es in der Tat. Also es gibt, also man sieht tatsächlich so den Wachstum und auch wie das Rockhearts quasi im Bewusstsein angekommen ist, dass man mit solchen Bands, dass die halt zusagen, ohne vielleicht sonderlich lang zu diskutieren oder zu fragen, wer seid ihr denn oder so. Es ist schon eine Hausnummer, wenn man so überlegt, dass Judas Priest waren zum Beispiel mal der Grund, warum der Veranstalter des Rockhearts, warum der damals in seiner Kindheit oder Jugend zum Metal gekommen ist. So. Also das ist so, da ist man halt mit aufgewachsen. Und Iron Maiden also Bruce Dickinson als Sänger von Iron Maiden ist halt auch einer der größten Sänger der Welt, sage ich jetzt mal im Metal-Bereich. Und es macht natürlich ein bisschen stolz, weil man halt irgendwie weiß oder auch den Lohn der Arbeit über Jahre halt auch darin sieht, dass man mittlerweile auch so eine Band verpflichten kann. So. Ja, man sieht es auch, dass das auch wirklich gut ankommt, dass die Tickets dieses Jahr wirklich sehr, sehr schnell weg waren. Wir haben eben gerade schon kurz gesprochen, da hast du gesagt, ihr wart selber überrascht, wie gut dieses Jahr der Vorverkauf angelaufen ist. Also kann man sagen, dass dieses Jahr bisher eigentlich alles wie geschmiert lief oder gab es in der Vorbereitung auch ein paar Probleme? Ja, also man muss das ein bisschen trennen. Also so in der Vorbereitung, die jetzt auch den Besucher betrifft, das lief im Grunde wie geschmiert. Also wir haben, wie gesagt, nicht damit gerechnet, dass wir im August ausverkauft sind. Wir sind seit 2014 sind wir jedes Jahr ausverkauft. Meistens war es dann so einen Monat vorm Festival oder mal kurz nach Ostern.
Aber so frühzeitig halt noch nie. Wir haben halt so teamintern schon Wetten abgeschlossen, schaffen wir es vielleicht mal bis zum Jahreswechsel oder so. Und da gab es schon ganz Mutige, die gesagt haben, ach, im Oktober sind wir vielleicht schon ausverkauft. Und ja, dieses Jahr war das halt so, ich habe ja gerade schon mal gesagt, im August ist für uns eigentlich so ein bisschen eine Ruhe- und Verschnaufpause. Das ist auch die Zeit, wo dann die meisten im Urlaub sind und irgendwie die Hälfte war gar nicht im Büro und plötzlich kursierten so die Zahlen, wir haben bloß noch 2000 Tickets. Ja, das war schon eine große Überraschung. Probleme, ja, es ändern sich halt immer Sachen. Es ändern sich immer logistisch ein paar Sachen. Wie gesagt, Preisentwicklung habe ich schon angesprochen. Man muss halt immer ein bisschen umdisponieren. Gab dieses Jahr auch ein bisschen Probleme mit den Flächen vor Ort, dass dann halt mal da fällt eine Fläche weg. Da muss man eine neue Fläche irgendwie noch auftreiben. Da muss man sich mit den Bauern kurzschließen, denen da die umliegenden Flächen gehören. Ja, zum Glück ist immer so, dass es sehr viele Leute gibt, die da sehr kooperativ sind und dann auch relativ schnell mal aushelfen und sagen, okay, wenn ihr die Fläche da dieses Jahr nicht nutzen könnt, dann könnt ihr von uns noch 4 Hektar mehr haben. Ja, Stichwort aushelfen und sich gegenseitig helfen. Ich habe auf eurer Webseite vom Projekt Kultur für alle gelesen. Könntest du vielleicht dazu noch mal kurz was sagen, was das ist und genau, was ihr da anbietet? Also Kultur für alle ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Rockharz und der Lebenshilfe Braunschweig. Die Idee ist eigentlich geboren worden. Wir tun beim Rockharz schon seit geraumem zunehmend was für Menschen mit Beeinträchtigung. Weil kann halt nicht sein, dass man irgendwie von kulturellen Veranstaltungen ausgeschlossen ist, wenn man irgendwie eine Stufe nicht hochkommt oder so. Und deswegen haben wir schon uns frühzeitig dafür interessiert, wie wir die Leute einbinden können, wie wir den Leuten ermöglichen können, so eine Veranstaltung zu besuchen. Deswegen auch der Name Kultur für alle. Wir haben da einen Inklusionsbeauftragten, der ist ja Björn Schulz. Der war jahrelang bei uns Gast, hat auch Fotos gemacht, gehörte zu diesem Fototeam auf dem Rockharz. Und der hat uns mal irgendwann nach dem Festival mit uns Kontakt aufgenommen und hat gesagt, ja, ihr habt eine Rollstuhlfahrertribüne, das ist total cool, aber man könnte noch dies und jenes vielleicht noch optimieren. Das würde es noch einfacher machen. Also der sitzt halt seit 10 Jahren selber im Rollstuhl. Und dann haben wir gesagt, das ist ja super, man kann sowas natürlich nicht ohne Leute machen, die davon betroffen sind, weil man hat den Blickwinkel nicht. Dann haben wir den Björn in unser Team geholt, also erst in den Gästebeirat, damit er uns quasi mit so ein bisschen Input füttern kann. Und dann später auch ins Team geholt und der betreut jetzt quasi dieses Inklusionscamp, was wir geschaffen haben, wo was halt ein extra Campinggelände ist, wo wir jetzt mit der Lebenshilfe Braunschweig quasi eine 24-Stunden-Rundumbetreuung gewährleisten können. Also wir haben im letzten Jahr so ein 40-jähriges Pflegeteam vor Ort gehabt, die wirklich 24/7 komplett Rundumpflege machen können. Und die sind dieses Jahr auch wieder dabei. Die organisieren ja in Braunschweig das Rock in Rautheim. Mhm. Und dadurch kam irgendwie so der Kontakt. Da hat mal auch der Björn hat mal gesagt, da gibt es ein e.V., da gibt es eine Lebenshilfe, die machen da auch ein Festival, vielleicht könnt ihr euch mal kurzschließen und ein bisschen Input austauschen. Und es war natürlich perfekt, weil denen fehlte die Festivalerfahrung und uns fehlte natürlich die Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung, weil es stellt sich ja im Nachhinein raus, einfach eine Rollstuhlfahrertribüne hinzustellen, damit ist es ja nicht getan. Also es gibt ja noch so viel mehr. Da brauchen Leute, brauchen Strom für, keine Ahnung, für Atemgeräte, brauchen bestimmte Voraussetzungen. Leute, die schlecht hören, schlecht sehen, psychische Beeinträchtigungen. Jetzt, also wenn man da einmal so reinschnuppert, dann sieht man erstmal, wie umfangreich das eigentlich ist und wie viele Menschen in vielen, vielen Fällen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden, weil sie mal teilweise auch, also wenn wir unverschuldet mal einen Unfall hatten, nicht mehr laufen können, nicht mehr gehen können oder irgendwie nachts eine besondere Betreuung brauchen. So, und dadurch ist jetzt quasi dieses Projekt Kultur für alle entstanden, wo wir uns quasi austauschen, die Erfahrung und die auch mit anderen Veranstaltern teilen möchten. Also wer Interesse hat, der kann dann auf uns zukommen, weil wir möchten das nicht nur für uns exklusiv, das soll ja halt für alle sein. Und deswegen sind wir zum Beispiel auch bereit, Logistik, bestimmte Sachen bereitzustellen, auch für andere Veranstalter, von Know-how bis über Ausstattung, die wir jetzt quasi besitzen sozusagen. Ja, also ein wichtiges und sehr schönes Projekt. Das hört sich echt nach einer coolen Geschichte an, so für jeden.
Jetzt nochmal zum Thema Bands. Die müssen ja auch betreut werden, ne? Die sind im Backstage, das sind auch ganz schön viele Bands, die ihr dann da an so einem Wochenende habt. Wie läuft diese Betreuung ab? Das stelle ich mir ziemlich aufwendig vor. Ja, es ist aufwendig. Also unsere Artist-Betreuung ist quasi ein komplett eigener Bereich, wo auch etliche Leute mit beschäftigt sind. Es geht ja los, die Bands kommen an, die müssen eingecheckt werden, die müssen wissen, wo sie hin können, die müssen untergebracht werden, die wollen Essen und Getränke, die müssen vorher betreut werden, die müssen technisch betreut werden, wenn es auf die Bühne geht. Also es ist schon ja sehr, sehr aufwendig so. Also wir haben 60 Bands über alle Tage da im Schnitt und der Artist-Bereich ist quasi immer voll und die Leute haben auch immer zu tun. Bands haben ja auch immer mal irgendwelche extra Wünsche, dann fehlt irgendwie. Letztes Jahr, da hat bei Bloodbound hat jemand gefehlt, der in einem Kostüm über die Bühne läuft. Da haben wir aus dem Team noch jemanden rekrutiert, der dort irgendwie als Monster über die Bühne. Also die kommen halt eine Stunde vorher und sagen, wir brauchen jemanden, der hier im Monsterkostüm über die Bühne läuft und dann ja, versuchen wir das auch möglich zu machen. Ja. Dann ist halt jemand von uns da über die Bühne gerannt. Ja, nicht schlecht. Und auch sonst so diese ganze Logistik, was eventuell auch, also Backstage Duschen, Toiletten und sowas angeht. Also viele Festivals lösen das ja, indem sie irgendwie in der Nähe von einem Messegelände sind. Das müsst ihr ja auch alles dahin schaffen. Na, es gibt ja einen Grundanschluss. Also die Grundversorgung ist ja gewährleistet. Ist aber auch tatsächlich so, dass wir vor dem Festival beginnen, dort Gräben ziehen, Leitungen verlegen, die Gräben wieder zumachen, damit die Leute nicht stolpern und dort zum Beispiel Wasser zulaufen, Ablauf und sowas gewährleisten. Grundsätzlich ist aber der Flughafen, also der Flugplatz relativ gut angebunden, also das sind wirklich die Grundanschlüsse, sind alle vorhanden, sodass man quasi nur den letzten Meter immer machen muss. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr jetzt an diesem speziellen Platz da in Beilenstedt seid? Also wir haben ja hier viel Platz, so das könnte auch sonst irgendwo stattfinden. Wieso seid ihr damals ausgerechnet von Osterode nach Beilenstedt gezogen? Ja, also Osterode war schön, aber die Locations dort hatten ja immer unterschiedliche räumliche und logistische Bedingungen. Wir waren auf dem Sportplatz in Dorste, der war dann halt irgendwann zu klein, weil halt mehr Leute gekommen sind. Dann sind wir nach Förste gezogen, da war ein größeres Festivalgelände als solches, aber es gab halt nur beschränkte Campingmöglichkeiten. Also da war der Campingplatz teilweise am anderen Ortsausgang und wir haben halt einen Shuttlebus zwischen Camping und Festivalgelände gehabt. Und auch die Wachstumsmöglichkeiten waren halt von vornherein begrenzt. So, und da aber so gerade so feste Standpunkte relativ wichtig sind für ein Festival, weil es ja auch so ein identitätsstiftendes Merkmal ist, haben wir halt dann irgendwann eine Location gesucht, wo man halt auch mal längerfristig planen konnte und nicht immer bloß von Jahr zu Jahr, sondern man halt gleich sagen kann, hier kann man in den nächsten 10 Jahren was aufbauen. Ja, und dann sind wir halt auf der Suche im Harz gewesen und haben uns verschiedene Gegenden angeguckt, wo man was machen kann. Und dann sind wir relativ frühzeitig schon auf den Flugplatz in Beilenstedt aufmerksam geworden, haben uns mit den Leuten da getroffen. Und es war natürlich, es war erstes Mal von der geografischen Lage perfekt. Ich meine, so mit der Teufelsmauer im Hintergrund, das ist natürlich irgendwie Sagen, Mythen, das passt einfach auch zum Metal. Also da ein Metal-Festival zu machen an dieser Teufelsmauer ist eigentlich, also besser geht's eigentlich nicht. Der Flugplatzbetreiber war von Anfang an mega kooperativ, gab eigentlich nie irgendwas, wo er gesagt hat, oh, ich weiß nicht, sondern egal, was man irgendwie aufs Tablet gebracht hat, kam immer noch, ja, das kann man machen, ja, da findet sich bestimmt eine Lösung und ja, da waren wir uns relativ schnell einig, das dort zu machen. Aber nicht zuletzt sind es auch die Wetterverhältnisse. Wir hatten in Osterode immer mit sehr viel Regen zu kämpfen. Also wir sind 2006 abgesoffen, 2007 hat der Blitz eingeschlagen in den Generator, da musste die Bühne für eine Stunde Bühnenbetrieb für eine Stunde unterbrochen werden. 2008 sind wir abgesoffen, da haben wir aus allen umliegenden Bauernhöfen Stroh rangekarrt, um irgendwie das Festivalgelände, damit es nicht im Schlamm versinkt. Und es ist tatsächlich so, dass die Gegend um Osterode zu den niederschlagsreichsten Gegenden Deutschlands gehört.
Und deshalb haben wir auch bei der Suche nach einer neuen Location so einen Blick auf die Wetterkarte geworfen. Und es stellte sich raus, dass da quasi im Nordosten bei Ballenstedt da tatsächlich die eine der trockensten Regionen im Jahresdurchschnitt des Landes ist. Und ja, und alles zusammen hat halt dazu geführt, dass wir 2009 gesagt haben, wir gehen nach Ballenstedt, da kann man langfristig auch planen und da gibt es auch Kapazitäten, um wachsen zu können. Wir hatten ja 2009 6.000 Zuschauer oder so in Ballenstedt. Wie viel sind es dieses Jahr, wie viele Zuschauer? 24.000, ja. Also wir haben letztes Jahr 24.000 gehabt und haben in diesem Jahr auch 24.000. Wahnsinn, also sehr, sehr viele Menschen, die nach Ballenstedt kommen. Wie sollte ich denn als Gast am besten anreisen? Mit dem Auto, mit dem Zug? Und was erwartet mich vor Ort? Gibt es Einkaufsmöglichkeiten? Also Festivals, auf denen ich war, da ist dann meistens, gibt es so ein kleines Supermarktzelt oder sowas, wo dann irgendein Supermarkt was anbietet oder gibt es einen Supermarkt in der Nähe? Und genau, kann jeder, der will, campen oder sind die Plätze da auch begrenzt? Also wer ein Festival-Ticket hat über alle Tage, der hat auch Camping inklusive. Also wer ein reguläres Festival-Ticket hat, der kann campen. Ja. Bei den Tagestickets ist kein Campen inklusive. Platz haben wir im Grunde genug. Anreisen würde ich jetzt mal so sagen, am besten zu Fuß. Also Fuß, Busse und Bahn ist, glaube ich, so prädestiniert, weil es gibt natürlich immer den unumgänglichen Anreisestau, der sich einfach nicht umgehen lässt, weil die Zufahrtsstraßen sind halt nur begrenzt und wenn dann irgendwie 20.000 Leute gleichzeitig auf das Festivalgelände kommen. Also idealerweise, wenn man mit einem PKW kommt, dann bildet man Fahrgemeinschaften. Ja. Und wenn man sich 10 Kilometer vorher irgendwo trifft, dort das Auto auf irgendeinem Parkplatz stehen lässt und zusammen mit einem PKW kommt, ist immer eine gute Idee. So viel zur Anreise. Wir haben ja auch einen Shuttlebus, also man kann von Quedlinburg mit einem Shuttlebus fahren. Da fahren ja die regulären Linienbusse und wir haben zusätzlich zu den Linienbussen auch noch eine eigene Pendelroute, dass, wenn man mit Bus und Bahn anreist, doch relativ zügig aufs Festivalgelände kommt. Tja, was erwartet einen vor Ort? Also einen Supermarkt haben wir nicht. Wir haben aber natürlich diverse Stände. Wir haben auch auf dem Festival, also wir haben auch auf dem Zeltplatz die Möglichkeit, da gibt es das große Frühstückszelt, da kann man sich mit den Nötigsten eindecken. Auf dem Gelände selber hochwertiges Essen zu moderaten Preisen. Also wir haben auch selber immer ein Auge drauf, wie viel die einzelnen Standbetreiber dort für ihr Essen nehmen. Und wir achten halt auch immer drauf, dass es an jedem Stand auch mindestens irgendwas gibt, was tatsächlich erschwinglich ist. Ja, die Preise sind natürlich auch in den letzten Jahren immer höher und höher gekommen, aber wir versuchen halt tatsächlich immer ein sehr ausgewogenes Angebot für unseren Foodständen zu gewährleisten. Jawohl, also das hört sich auf jeden Fall alles sehr gut und interessant an und es freut mich auch für euch, dass ihr jetzt dieses Jahr für die Festivaltickets zumindest schon ausgebucht seid. Du hast gesagt, ein paar Tagestickets sind noch erhältlich. Sind für alle Tage noch Tickets erhältlich oder nur für bestimmte? Nein, wir haben dieses Jahr tatsächlich, also sonst haben wir immer den Donnerstag, Freitag und Samstag als Tagestickets gehabt und in diesem Jahr gibt es tatsächlich auch für den Mittwoch, an dem Bruce Dickinson spielt, noch Tagestickets. Der Tagesticketverkauf ist auch gerade erst losgegangen, also man kann im Moment noch Tagestickets erwerben. Ja, dann drücke ich euch die Daumen, dass das nicht mehr lange der Fall sein wird, sondern dass ihr auch da schnell Ausverkauf melden könnt und ja, dass dieses Jahr beim Festival alles gut über die Bühne geht. Genau, wir sprechen ja in der nächsten Folge noch mit dem Moritz Hempel, der uns ein bisschen was zum Aufbau des ganzen Festivals und so erzählen wird. Und am Festivalwochenende selber werden wir auch vor Ort sein. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal bei dir, lieber Kai, für das interessante Gespräch und wünsche weiterhin frohes Schaffen mit dem Rockharz Festival. Ja, ich bedanke mich auch und wir sehen uns auf dem Rockharz. Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.